Wie viel Kernholz haben wir eigentlich noch? Ach, was da drin ist. Schauen wir mal, ob das reicht. Warte mal, man hier den einen Kühler hinstellen und hier den anderen. Die brauchen ja keine separate Öffnung. Du trägst zu viel. Nein, tue ich nicht. Doch. Schreibe mir nicht vor, was ich zu tun und zu lassen habe. Ärgerst du wieder irgendwelche Nixen? Ich bin gerade überlegen, was ich jetzt, wo ich jetzt hingehe. Weil ich habe gerade überlegt, zum Händler rüber zu gehen, ein Portal hinzubauen. Wäre dafür brauchen wir halt erstmal wieder Kerne. Und dann habe ich mir gerade geschaut, wo ich am besten zum Dungeon gehen kann. Und wenn du sowieso in die Richtung gehst, dann bring gleich mal Kernholz mit. Ich komme dann mal übermorgen wieder nach Hause. Okay. Ist ja jetzt eine längere Reise, weil ich muss ja selber noch Holz farmen nebenbei, weil wir haben kein Holz mehr. Wieso? Wir haben hier noch, ja gut, ja, 400 Holz, aber die brauche ich selber, ja. Ich wollte sagen, die habe ich für dich da gelassen. Also oh, das ist aber sehr großzügig von dir, Monsieur Farmbot. Ich hätte die vielleicht auch einfach mitnehmen sollen. Ist es normal, dass vor einem plötzlich Bäume spawnen? Ja. Holy shit, das hat mich wenn ich da geholt. Ja, ich hab da welche hingepflanzt und die sprießen dann so im wörtlichen Sinne aus dem Boden. Ich hab's gesehen, also da sind drei Bäume plötzlich vor mir aufgetaucht. ich wäre da gerne draufgestanden in dem Moment, um zu schauen, was passiert, aber... Das ist eine gute Frage, ich weiß es tatsächlich gar nicht, was da passiert. Vor allem, ob da überhaupt irgendwas dann passiert. Ich habe auch noch mal Bienen gefunden. Ja, ich glaube, wir haben, was das angeht, tatsächlich, glaube ich, echt genug. Was? Noch mehr Bienen? Ich bin trotzdem mal sicher, aber mit. Vielleicht brauchen wir ja die Bienen an einem neuen Ort irgendwann. Meinst du, du willst erst so die Bienenkönigin an sich sammeln einfach? Mhm.
Und ich kann einfach das Haus abbauen für mehr Holz. Ja. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ja, hier müssen wir auch das Dach auf jeden Fall noch erweitern. Das sieht sonst ein bisschen merkwürdig aus, wenn es hier dann hier auf jeden Fall ist und da nicht. Guck mal, ich habe einen neuen Spawnpunkt gefunden. Ach, der ist ja gleich wieder noch da oben. Was? Nochmal was? Der Spawnpunkt vom zweiten Boss, der ist immer noch da oben. Achso, ja. Also der neue, den ich hier gefunden habe. Naja, das wird auch wahrscheinlich auch durchgehend jetzt so bleiben. Also, außer wir müssten irgendwie in einen ganz anderen Bereich gehen, damit er da irgendwie umspringt. Interessant, entspannte Kulisse gerade, da dass die Musik gerade bei mir nicht läuft und ich gerade nur das Wasser höre, es ist richtig gruselig entspannt. Ah, ich habe halt Dungeon Sounds. Ja, ich höre gerade nur die Hirsche, die Nixen, das Knistern der Fackeln. Und das Wasser. Mehr höre ich gerade nicht. Interessanterweise sind hier sogar zwei Spawnpunkte in dem Dungeon zu finden. Aber das ist halt sehr sinnfrei, weil es beide in die gleiche Richtung geht. Ich wollte gerade sagen, das ist ja wirklich sinnfrei.
habe 9 Kerne in dem Dungeon gefunden. 9? Das ist ordentlich. Ich weiß, in 3 Dungeons bis jetzt und ich habe insgesamt 29 Kerne dort gefunden. Das ist so gute Ausbeute. Mhm. Ich bin auch schon durch Dungeons gelaufen und da habe ich ihn jeweils pro Dungeon nur eingefunden. Also, das ist wirklich klasse Ausbeute. Und natürlich ist es jetzt Nacht, hätte ich gedacht. Dass es jetzt Nacht ist. Ist echt der Busch jetzt das Problem bei dir? Oh Mann, was treibst du selber? Tatsache. Na komm. So. Man darf hier nicht einmal in Ruhe seinen Rested-Bonus holen. Nein. Natürlich nicht. So, wir brauchen jetzt noch die beiden Schmelzen. Könnte man einfach ganz smooth hier sonst hinstellen. Ja, komm noch her, los, komm, komm. Ne, nicht weglaufen, komm her. Brav. Was zur Hölle war das denn gerade, ey? So. Ja, ein Kruder, entspann dich mal.
Dich brauche ich. So. Ach, so schön, den Platz jetzt freizugeben. Das ist doch schon mal jetzt eine richtig gute Sache hier. Ja. Oh, sehr gut. So, Ray, du wirst dich freuen. Dann, wenn ich mal irgendwann zu Hause bin. Wenn du dann zu Hause bist, wirst du dich freuen. Also, ich fände das nicht schlecht vom Aufbau her. Vor allem hat die Schmiede jetzt endlich vier Kisten. Wow. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Geht mit einem kleinen Floß Richtung Händler. Yay. Hast du jetzt echt genug Tiere gejagt, damit du deinen Floß bauen kannst? Ja. Und der Wind ist gerade noch gut genug, dass ich mit dem segeln kann. Oh Gott, dauert das ewig trotzdem. Warum fängst du von da an? Warum hast du nicht da das Ding gebaut und bist drüber gesegelt? Weil ich jetzt zu faul war, von da aus dahin zu laufen. Wow! Hatte gedacht, das wäre vielleicht ein bisschen schneller, aber. Das ist ja kein Floß. Das ist ja. Hey Ray. Ich glaube, ich baue es mal kurz ab. Hey Ray. Ich glaub, ich krieg ja. Finde mal den Fehler. Was denn? Also. Da einen Floß bauen und darüber fahren oder da einen Floß bauen und darüber fahren? Hä, da kann man. Nur weil du da zu faul bist, da ist dahin zu laufen. Ja, wenn du nur wüsstest, wie die Umgebung hier aussieht. Hier ist halt Hügel. Ja, oh, es tut mir leid. Ich habe das natürlich nicht berücksichtigt, dass da Hügel sind. Ja, ein Mountain, da könnten einfach böse Wölfe laufen. Da werden höchstwahrscheinlich böse Wölfe rumlaufen. Ach, Ray.
Fuck, ist das langsam. Ich holy shit, ey. Habe ich 1:1 ihre Materialien bekommen beim Abbauen? Nein, oder? Müsstest du eigentlich. Ich hoffe es. Weil dann baue ich jetzt hier ab und lauf los. Das ist halt 100 mal schneller. Das ist echt schlimm. So, was haben wir? Nehme ich euch alle mal mit. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Ja, ich hab's geschafft. Das ist gar nicht schlecht. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Achso, ich wollte gerade sagen, Buch habe ich jetzt eingesammelt, ja. Gib mir dein Holz sofort! Wenigstens finde ich auf dem Weg nach oben noch ein paar Schweine. Hab nicht alles zurückbekommen. Echt nicht? Ich habe alles bis auf die Lederfetzen zurückbekommen. Oh, wow. Danke, Spiel. Für nichts.
Das lässt sich richtig jetzt genießen hier. Das ist gar nicht mal schlecht. Ich finde, da haben wir beide echt was heute wieder richtig gut hinbekommen. Ich versuche gerade mal rauszufinden, ob ich nicht mal ein Boot brauchen könnte, weil mindestens der nächsten Insel konnte ich mir überschwimmen. Ja. Ja, wäre ja eine Möglichkeit. Wäre cool, wenn du nicht die Möglichkeit bräuchtest, ein Boot dahin zu bauen, sondern wirklich rüberschwimmen könntest, ne? Also der Beutel ist schon sehr nah. So. Und jetzt. Boom! Ups. Oh, wir haben dich gerade verfolgt auf der Karte. Hast du ihn jetzt leer gekauft? Nee, ich habe halt kein Geld mitgenommen, weil ich keinen Platz dafür hatte. Was? Ja, André, bau mal ein Portal bei dir. Ich habe gehört, du hast ja eindeutig Cores dafür. Klar, ich habe Hunderte. Also, legit, bau mal kurz ein Portal. Ich kann dir wieder Cores dafür zurückgeben gleich, wenn ich mit bei dir bin. Ich weiß, haben wir überhaupt welche dafür? Du baust einfach etwas ab dafür. Ach so. Ja, warte. Klar, da geht der Sinn. Zack. Und auch gleich kann ich es dann wieder geben. Wenn mich mal die Grauzwerge hier kurz in Ruhe lassen. Ich baue gern sofort eins, ich hole mal schnell Feinbrot. Zufälligerweise war ich nämlich so umsichtig und habe ein paar Bäume eingepflanzt. Mit Feinbrot. In der Hoffnung, dass ich jetzt genug Feinbrot kriege. Ja, ist okay. Ups, doch. Hab's. Allzeit bereit. Hast du gehört, Minju? Ja, ich brauche halt noch Holz. Och, Ray. Hab da zufällig so einen Wald, den ich abfällen muss.
Mein Kohlewasser los. Spitz schon wieder rum. Warum muss ich das Portal machen, damit ich weiß, wo. Ist ja egal, oder? Du siehst es anhand, du hast da so Schrift drauf. Das siehst du aber auch. Wenn du es drehst. Da ist dann so eine dunkle, dunkle Gravierung. Das ist dann die richtige Seite. Ja. Also die Seite, wo du reingehst. Mein Portal steht auch. Ich hab's mit 1 benannt. Erstmal. Ganz kurz, wir wollen wieder Leute auf den Sack gehen. So. 1. Okay. Hier liegt auch ein bisschen Corewood rum. Hab mir sagen lassen, du brauchst da was. Ist das schön, jetzt kann man wenigstens direkt gleich einen Ort, wo man immer wieder hingehen kann, alles abholzen kann, man kann einfach dann mal wieder zurück. So, ich habe gehört, du kommst mal zurück, dann setzt du dich mit mir hier ans Lagerfeuer, du guckst alles, was ich jetzt neu gemacht habe und dann werden wir alles mitnehmen, was wir an Wertsachen haben und bei ihm verkaufen und einkaufen gehen. Kann man machen. Finde ich gut. Es wird auch gerade so schön dunkel. Also langsam geht die Sonne unter scheinbar. Ist es nicht wunderschön? Was ist vielleicht die Schmiede da vorne? Ja, das auch. Ich meine auch im Allgemeinen, das wird so. Hat irgendwie was. Ja gut, die Kisten mal rausgenommen. Oh mein Gott, da sind Kisten! Und eine Kochstelle! Oh, und das ohne Lagerfeuer! Aber hat doch was, oder nicht? Also ich find's richtig gut. Ja. Vor allem haben wir jetzt in der Schmiede halt 4 Kisten. Das ist halt dann wirklich sehr angenehm. Habe ich denn genug so. Stein dabei? Ja. Das ist Geld, Ember. Was kann ich weglegen gerade? Das da, das da, das da. Das. Ich glaube, ich habe alles an Werkssachen dabei. Das Gold uns auch mitgenommen? Mhm. Ja, dann mal los. Sieht bei der hässlich aus. Ich habe alles. Das hättest du nur gedacht, oder? Also, was ich da gebaut habe. Ach, weil das. Weil einfach nichts ist. An sich finde ich, auch wenn viele das sagen, muss man eigentlich meiner Meinung nach nichts bauen. Ich habe schon in meiner ersten Aufnahmewelt habe ich das einfach auch frei stehen gehabt. So, wir haben jetzt 746, 1600 Münzen. Ja. Was wird da schon jetzt mitgekauft? Wie viel hast du? 1600. Ich gehe mal von aus, eine Angel. Und Köder. Ja, und dann jedenfalls erstmal für dich wahrscheinlich dann erstmal hier den Gürtel, ne, für mehr tragen können. Ja, das das kostet halt 950, das hat nicht ganz gereicht. Ne? Weil die Angel kostet 350 und wir hatten nur 1006. Ich hoffe noch mal kurz. Ja, aber die kostet doch nur 150. Für dich kannst du doch den Gürtel noch holen, neben der Angel. Wenn wir nur 1006 hatten. Ach, 1600, verstanden. Ja. Ich habe mir mal kurz ein Fleisch gekauft, damit ich das Rezept da ebenfalls dann später habe. Auch. Bei den tollen anderen zwei Handhammer. Und der Rest ist halt, ja. Mit dem Thunderstone kann man diesen Zerstörer bauen. Ich glaube mal hinter dir das Geld. Jo. Ah, ist eine gute Frage. Hm.
geh schon mal wieder rüber und leg die Angel in irgendeine Kiste mit dem Bait. Ey, du. Ja, du, da hinten. Genau du. Du in Blau. Ich weiß nicht, mit wem du redest da. Ey, Vibe. Wir haben hier keine Schlümpfe. Ich wusste so hart, dass du den Helm dir kaufst. Ach, Mann. Eigentlich müsste ich mit meinem anderen. Ich weiß nicht, ob man den noch freischalten kann. Sonst würde beim anderen Charakter nochmal kommen, wo ich den Julbaum habe. Dann könnte man hier einen richtig geilen Weihnachtsbaum noch reinstellen. Aber die Schmiede hier an sich ist doch so, wie sie jetzt doch eigentlich ziemlich gut, ne? Weil du hast wirklich, wir haben zwei Köhler, wir haben zwei Schmelzen. Wir haben genug Kisten, alles, ne? Mm. Und da ist genug Platz noch für die Erweiterung der Schmiede. Also, finde ich jedenfalls. Und ich finde es so geil, dass man halt wirklich über den Kisten halt nur eine Lage machen muss und dann noch eine Kiste aufbauen kannst und die Kiste trotzdem auf. Nicht so wie in Minecraft. Doch, da geht es tatsächlich zum Teil auch. Du musst nur wissen, wie. Brauchst halt, ich meine, mit einer Treppe hat es funktioniert, glaube ich, oder nicht? Du kannst es auch jetzt so tatsächlich wieder machen. Du kannst halt Kisten über Kisten packen. Ja, das sieht ja hässlich aus. Richtig. Ja. Ich bin richtig begeistert. Also, ich bin echt richtig begeistert. Müssen wir nur noch anfangen, drin ein bisschen zu dekorieren. Da wäre cool, wenn du mir da ein bisschen hilfst, so ein bisschen Ideen mit reinzubringen. Dann morgen oder so. Oder heute Abend dann irgendwann. Na ja. Und jetzt habe ich gerade richtig Bock, hier einfach gerade nur zu chillen. Einfach nur hier zu sitzen und zu chillen. Weil ich es gerade so schön gemütlich finde. Weißt du, was ich jetzt gerade noch an dem Punkt vermisse? Na? Einfach wie bei Sea of Thieves einfach Musikinstrumente auspacken. Ja, das habe ich vorhin auch schon gedacht. Und jetzt ein Musikinstrument, das wäre so cool. Das wäre wirklich richtig cool. Ich finde das bei der Schmiede richtig gut. Und jetzt kommt ein Trollüberfall. Wenn's am Arsch. Das wäre nicht meine Schuld. Eindeutig nicht meine Schuld, habe ich gehört. Und wenn wir dann soweit sind, wegen den Drachentränen und dieses hier ist, ne, dann hier noch den hochentwickelte Schmiede noch dazu packen, Schmelzer dazu packen und alles.
Oder wir ziehen dann halt wirklich nochmal um, ne? Das ist halt dann aber dann die Frage, wenn es dann halt soweit ist. Mhm. An sich bis jetzt fällt mir nur ein Punkt an, ein, wo wir wieder erst umziehen müssten. Oder noch zwei. Hochebene halt, ne? Und vielleicht halt. Wobei, ne, mit dem Winter, mit dem Mountain haben wir ja Glück, dass da so ein Vetter bei uns ist. Ja, ja, das ist halt ein richtig, richtig Vetter. Und dann ist, haben wir haben halt dann hier noch einen Mountain und da oben auch noch einen Mountain. Also wir und was haben, ist hier? Irgendwo hier aber glaube ich auch ein Mountain. Also haben wir schon mal gleich drei Gebirge. Aber ich weiß nicht, ob hier einer wirklich war. Ich war hier unten oben leider ja nicht, weil ich wurde ungefähr hier mit dem Schiff abgeholt. Und dann ist ja noch die Frage, ne, was ist hier alles noch, ne? Mhm. Und hier alles noch. Und vor allem, da, wie geht's hier und weiter? Da, und da. Also ich weiß, was hier ist. So. Hier ist ja diese Northlands. Das hat wirklich. Und glaube ich, diese Höllendinger, glaube ich, oder? Ja, genau. Was eben die Frage ist, was dann passiert mit den Northlands, weil das ist wirklich nur eisige Wüste und das war's. Ob es wirklich nur eisige Wüste bleibt oder ob sie auch noch was damit machen. Also würde sich ja anbieten. Dann haben wir 5 Biome, an den 6 arbeiten die gerade. Das heißt, ja, wir haben und hier das 9, glaube ich, machen. Wir haben Darkwood, wir haben den Sumpf, wir haben die Winter und Hochland. Ja, genau, das Gebirge und wir haben das Hochland. Dann kommen die Mistlands. Die wollen ja auch trotzdem noch hier die Feuerlande wollen sie ja auch noch machen. Die wollen sie auch noch mal richtig bearbeiten. Und dann gehe ich auch mal davon aus, dass auch trotzdem dann noch die Northlands auch noch mal dann halt eine Bearbeitung bekommen. Und an den Mistlands arbeiten sie ja schon. Da habe ich ja sogar schon die ersten Konzeptdinger gesehen in den Steam Kram für Dungeons innerhalb des, also wie der Dungeon-Eingang in den Mistlands aussehen könnte. Also in den Nebellanden, für die, denen das vielleicht nichts sagt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich schon richtig auf die Nebellande. Das wird sehr interessant. Wird mir interessant, ob wir dann wieder eine neue Map aufmachen müssen oder ob wir dann durch unerforschte Gebiete, die vielleicht noch nicht generiert sind, dann ja, die dann bekommen, ne? Weil jetzt sind es ja lokale Gegenden und das war's. Mhm. Oh, das ist gerade eine richtig gemütliche Stimmung, muss man ja schon sagen, ne? Das ist auch ein bisschen schön, wäre gerade bei mir Musik, aber ansonsten ja, schon. Ich habe gerade keine Musik und das finde ich gerade halt so richtig angenehm, weil das Einzige, was ich gerade höre, ist das Knistern des Feuers. Und wie du isst. Ja, und wie ich esse. So, jetzt habe ich Musik wieder.